Willi. Da bist du ja. Komm, reite mit mir zu den Wasserfällen. Sie sind Freyas Geschenk an diese schonungslosen Lande. In Ordnung. Aber wenn ich von ihrem Anblick nicht ohnmächtig werde, hast du stark übertrieben. Du kämpfst mit beeindruckendem Können, muss ich sagen. Ich war ein guter Lehrmeister. Du lehrtest mich, gegen leere Luft zu fechten, Willi. Gegen Bäume und Schneewehen. Nein, ich bin mir ganz sicher, ich habe dich vor einer Schneewehe gerettet. Und vor einem mörderischen Baum. Ich erinnere mich sehr gut. Jedem, der einen Baum mörderisch nennt, wurde einmal zu oft gegen den Schädel geschlagen. Der Turm dort. Er erinnert mich an die kaputte Mauer im Nordwege, an der Straße zu meinem Onkel. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich an die beißende Winterkälte, als wir stundenlang Zuflucht vor dem Wind suchen mussten. Deinetwegen steckten wir dort fest. Auf der Suche nach den Hühnern, die du vor dem Julfest freigelassen hast, wenn ich dich erinnere. Es ist schön, wieder mit dir zu reiten, Stockarsch. Ich sagte dir doch, das sollte ein Drachenschwanz sein. Ich sah nur einen kleinen Holzzweig. Kein Drachenschwanz. Muss ich dich an deine eigenen enthüllten Abenteuer in den nächtlichen Straßen von Stavanger erinnern? Eivor hosenlos, den Kopf vollgesogen mit Met und die vielen Taschen voll Kotze. Ein Drachenschwanz also. Sicher, dass du den Met meines Vaters willst? Fürchtest du dich nicht, dass du nackt mit dem Gesicht im Schlamm vom Schweinestall aufwachst? So nennst du also dein Haus? Ha! Stammbuch! Hat Vater nicht zurück wie dorthin geschickt, um zu helfen? Los, schnell! Her! Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor. Versorge die Verletzten. Wir holen sie raus. Überlebenden. Anderswo vielleicht aber schon. Es gibt noch mehr Leute zu retten. Es läuft die Zeit davon. Da sind noch andere, die Hilfe brauchen. Ohne dich sein. Vergib mir. Es gibt nichts, das du tun kannst. Bring dich in Sicherheit. Hm.
Dank, Drenger. Danke. Beeilung! Beeilung! Bring dich in Sicherheit! Wo bist du? Komm her! Lass deine Habe hier. Lauf zu Trückvi. Bei ihm bist du sicher. Vili, antworte mir! Wo bist du? Wir müssen einen Weg freiräumen. Trag du die Frau! Wilhelm wird warten müssen. Heute bleibst du noch hier. Dem Allfrachter sei Dank! Halt dich an mir fest! Ich bring dich raus! Danke, Vili. Vielen Dank. Nur deinetwegen atme ich noch. Ich dachte schon, ich müsste dich retten, Vili. Wäre ich gestorben, dann wäre es meine Zeit gewesen. Mein Schicksal wurde bereits gesponnen. Es tut mir leid, aber du darfst dein Leben nicht so aufs Spiel setzen, mein Herr. Du hast Menschen zu führen und eine Zukunft zu bedenken. Der alte Mann ist weise, Vili. Du trägst die gesamte Bürde dieses Clans auf deinen Schultern. Mein Vater trägt diese Last. Ich bin fürs Kämpfen und Feiern zuständig und in beidem unübertroffen. Wie schön, dass du mir wieder den Rücken frei hältst, Eivor. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Der Verstand eines Trolls im Körper eines Aesir. Immer noch derselbe Stockarsch wie in Kindertagen. Ich werde mich nie ändern. Für so etwas haben wir keine Zeit, ihr beiden. Hier liegen viel zu viele Verwundete. Das ist dein Bereich, Trückvi. Ich möchte nicht an einem Nachmittag als Retter und als Heiler gesehen werden. Die Wasser des Kinderfalls werden meine Wunden pflegen. Ich bin dort, falls mein Vater mich braucht. Vili, warte! Eivor, warte einen Moment. Jarl Heming hat sich dir anvertraut, wegen seiner Gesundheit. So ist es. Er sagte, Vili nehme es nicht an. Vili lebt zurzeit in einer völlig anderen Welt. Er ist innerlich zerbrochen und will sich der Wahrheit, die vor ihm liegt, nicht stellen. Und wie geht es dir? Bist du gewappnet für das, was kommt? Ich habe meinen Frieden mit der Zukunft gemacht. Ja. Sorge für die Verwundeten hier. Ich werde selbst mit Vili sprechen. Unheilvoll. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder.
Was siehst du da oben, Sühnen? Der Kinderfall ist wunderschön. Willi hatte recht. Wo er wohl ist? Ich muss sehen, was du siehst. Eivor, du hast mein Geheimversteck gefunden. Ich müsste taub sein, um dich nicht singen zu hören. Dein Geblöke könnte die Toten aufwecken. Diese Scharmützel mit den Pikten haben dir zugesetzt. Ganz und gar nicht. Je mehr Narben, desto besser kann man prahlen. Sieh meinen Vater an, ein schlachterprobter Krieger, wie eine aufgeschlitzte Ziege am Spieß. Das Bild würde ich gerade nicht verwenden, bei seinem Zustand. Prächtige Wasser, nicht wahr? Sie trösten und heilen. Sie sind Freyas Geschenk an die Menschheit. Willi, du kannst das nicht verdrängen. Dein Vater stirbt. Wenn er zur Halle der Toten aufbricht, wirst du seinen Platz einnehmen. Wie man es erwartet. Der Wechsel in diesen durchtränkten Norden zermürbt mich, Eivor. Zu warm fürs Winterleben, zu kalt für den Sommer. Ich hörte, Mercia wäre milder. Dichte Wälder, strahlende Farben, lebendige Gewässer. Sieht es so in deiner Siedlung aus? Du wendest dich gegen den Brauch, Willi. Der Sohn folgt seinem Vater nach. So war es immer. Eivor. Ich habe meine Gründe, warum ich dich als Jarl sehen will. Der Rabenclan braucht Freunde in Englerland. Und du bist einer meiner Besten. Um dieses Bündnis zu sichern, muss ich aber nicht führen. Du und Sigurd werdet hier geliebt. Dein Vater stirbt, Willi. Jetzt ist die Zeit, dein Heim darauf vorzubereiten. Es ist nicht mein Heim. Es ist das des Clans. Und der Clan wird entscheiden, wie es weitergeht. Du kannst im Guten mit deinem Vater auseinandergehen. Dieses Geschenk war mir nicht vergönnt. Wirf es nicht weg. Willi, komm schnell! Noch ein Angriff? Dein Vater, er hat nicht mehr lange. Komm schnell zum Langhaus. Jarl Heming ist auf der Schwelle des Todes. Ich muss ihn sehen, bevor er sie überschreitet. Das muss. Kommt wieder.
Dörrgelingen! Wird Jarl Heming in den Himmel kommen? Das hoffe ich. Wenn er Jesus in sein Herz gelassen hat, wird der Herr ihn sicher auf. Unser Jarl! Bald schließt er sich unseren Armen. Eivor! Euch beide wieder so zusammenzusehen, erinnert mich an früher. Ich fühle mich gleich wieder jung. Bewahre dir dieses Gefühl und nimm es mit dir in die Halle der Gefallenen. Eine große Kriegerin und Anführerin bist du geworden, Eivor. Man wird von dir singen. Ich hatte viele gute Lehrer, Jarl Heming. Dich vor allem. Ich bitte dich nun, lass meine Lehre nicht sterben. Gib sie weiter. Die Seherin ist auf dem Weg, Vater. Sie wird dir helfen und bringt Heilmittel und Seder. Hiermit hielt ich dich, Vili, in einer stolzen Hand. Als du gerade aus dem Leib deiner Mutter gekommen warst, ich sah dich aufwachsen. Ein Junge mit dreckigem Haar, der Stöcke schwang und durch den Schlamm rannte, von Ruhm träumte. Ich bin stolz darauf, was aus dir geworden ist, mein Sohn. Und ich bin stolz auf den Mann, der aus dir werden wird. Egal was. Ich. Vater. Vili. Bereiten wir die Bestattung vor. Ich rufe meinen Clan. Und du, die Edelinge des Schiers. Die Edelinge treffen nach und nach ein. Tryggvi braucht jetzt unsere Hilfe. Wir werden am Scheiterhaufen sein, der das Dorf überblickt. Überblicke das Land, Freundin.
würdiger Scheiterhaufen für Jarl Heming. Seine Reise zu den Hallen wird von lodernden Flammen eingeläutet. Ha! Evo. Drenga. Sunifa, danke für dein Kommen. Der Anblick alter Freunde tröstet mein Herz. Wir kamen so schnell wir konnten, mit Geschenken für Jarl Heming. Die Festlichkeiten werden viele Tage andauern. Wann können wir beginnen? Der Scheiterhaufen ist aufgeschichtet und unsere Gäste wurden angemessen begrüßt und untergebracht. Wir können jederzeit beginnen. Gut. Ausgezeichnete Arbeit, Trückwi. Ich habe Jarl Heming mein Leben verschworen. Es gibt nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das Althing muss nach Ablauf dieser Woche und nach dem Begräbnis abgehalten werden. Die Edelfreien des Schiers werden Vili zum Jarl des Clans ernennen. Das setzt voraus, dass sie nach einer Woche des Trinkens und Trauerns wieder nüchtern sind. Das wird ein wunderbares Begräbnis. Vater wird von hier aus seine Lande gut im Blick haben. Die Flammen werden hoch und hell strahlen, sodass der gesamte Schier es sieht. Gut gemacht, Trückwi. Das war sein Lieblingsort in diesem Schier. Ich schätze, wir sollten anfangen. Unsere Gäste benötigen Aufmerksamkeit. Ich werde dich später aufsuchen, um dich vor ihnen zu retten, wenn der Met sie durchweicht hat. Du bist ein Geschenk der Götter, Eivor. Danke. Trückwi ist Hemtorps Fels in der Brandung. Solange er da ist, kann die Stadt ihren Frieden wahren. Er ist ein guter Mann. Ich muss kurz weg, Eivor. Ich möchte etwas für meinen Vater holen. Ein Geschenk. Wann hattest du denn Zeit, eine Totengabe zu fertigen? Eigentlich hatte ich gehofft, es ihm im Leben zu geben. Du musst es sehen, um es zu glauben. Ich brachte ein Geschenk vom Rabenclan. Es ist im Wachturm am Rand von Hemtor. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich würde es gern sehen. Ich sollte mir das Geschenk zuerst ansehen. Es muss Jarl Hemings würdig sein. Ich sehe eine schwere Last in deinem Blick, Eivor. Was bekümmert dich? Heming bat um meinen Rat, bevor er starb. Er wollte meine Meinung zum zukünftigen Anführer des Clans hören. Das wäre Vili, nicht wahr? Dem Brauch nach, ja. Trückwi hat mir aufgetragen, der Seherin mit den Opfern zu helfen. Könnten wir mit ihr sprechen, um deinen Geist zu beruhigen? Das ist eine gute Idee. Doch lass mich allein gehen. Stellt Späher um das Dorf herum auf. Die Menschen hier müssen in ihrer Trauer sicher sein.